So Übungen wie Kreuzheben, Bankdrücken, zu schwere Gewichte meiden. Es ist halt alles immer gut durchdacht, gut erwärmt und wie gesagt halt. Deswegen habe ich auch, kann ich auf eine, sagen wir mal, erfolgreiche siebenjährige Profi-Zeit zurückblicken bis jetzt. Also wie gesagt, jetzt in der Offseason, wenn jetzt der Wettkampf dann vorbei ist, dann gehe ich halt 4-5 Mal die Woche, versuche jeden Muskel einmal zu trainieren, bis halt wie gesagt in der Vorbereitung auf alle Fälle die großen Muskeln zweimal. Und das sieht bei mir so aus, Rücken komplett ja zweimal. Das eine Beintraining, da fange ich halt mit.